Mit seiner Elementarfähigkeit. Okay, es ist ein Kerl. Erzeugt Fremenit eine Persuhr, die einen Stufendruck anzeigt und verursacht mit seinen Standardangriffen Kryoschaden. Wenn er während der Wirkungsdauer der Persuhr seine Elementarfähigkeit erneut auslöst, führt Fremenit je nach dem aktuellen Stufendruck der Persuhr einen anderen Angriff aus. Beim Auslösen seiner Spezialfähigkeit kann Fremenit die Abklingzeit seiner Elementarfähigkeit zurücksetzen. Außerdem wird die Abklingzeit der Elementarfähigkeit während der Wirkungsdauer der Spezialfähigkeit verkürzt. Okay. Klingt ein bisschen verwirrend. Tiefseetaucher oder? Schlafmodus? Hallo? Das ist wirklich ein Schlafmodus? Quasi? Are you kidding me? Was? Okay, der ist ein bisschen komisch. Zumindest habe ich den Eindruck. Dann starten wir mal. Okay. Okay. Hallo? Ja, lass mich nicht meine Fähigkeit machen. Ich muss einmal, Entschuldigung, die Ultis von denen machen, wo sie gerade alle ready sind. Okay, also dieses Druck aufbauen ist sehr schnell irgendwie jetzt in dem Probelauf gewesen. Ich weiß nicht, ob es am Probelauf lag oder ob es einfach mit höherem Sternbild ist. Also schön finde ich natürlich, dass es kein Bogencharakter ist. Ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das mein Favorite Charakter werden könnte oder einer meiner Favorite Charaktere. Zhongli ist irgendwie schon cool mit der Meteor, aber der, wie gesagt, die Säule, nicht ganz mein Fall. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Es ist so wenig, glaube ich, ne? Ich muss aber auch ehrlich sagen, von den Charakteren, klar, die, jetzt habe ich den, wie heißt sie? Die Noelle, genau. Die Noelle ist halt interessant, weil man sie natürlich. War das die man safe kriegt? Ich glaube ja. Ich glaube, sie war das, die man safe kriegt. Deswegen wäre es schön, sie im Sternbild aufzuleveln. Sayu finde ich super witzig zu spielen.
Deswegen wäre halt schon interessant, sie zu bekommen. Aber es ist halt immer hier Fremenet, der da halt so ein bisschen reingrätschen könnte. Zhongli wäre halt der 5-Sterne-Charakter, der mich interessieren würde. Hier der Graf. Nicht ganz so. Besucher bei den Sterblichen. Ja, okay, wenn man weiß, was man für einen Beruf hat, ja. Ich bin echt am Überlegen, kann ich das denn machen? Ich brauche das. Ich kann 5 holen, dann habe ich 6, richtig? Und hier. Ich kann nur 12. Ne, dann kann ich gar nicht. Dann habe ich nämlich nur 18 und das will ich gar nicht machen. Okay, dann können wir kein Gebet machen diesmal. Aber dann würde ich sagen, safe beim nächsten Mal. Safe beim nächsten Mal. So, haben wir noch irgendwas? Ist noch irgendwas hier so? Wo man, hier haben wir noch eine Errungenschaft. Welt der Wunder. Oha, das ist viel. Passiere den Zeittunnel über dem Gewölbniskap. Oh, das ist ein Zeittunnel. Das heißt, wir sind nicht zur selben Zeit auf dieser Insel gewesen, als wir durchs Portal gegangen sind, oder wie? Kann das sein? Dann erklärt es natürlich, warum da ein Gewitter ist. Weil dann ist ja nicht dasselbe Wetter, wie wo wir ins Portal rein sind. Klar. Verursache mehr als 5000 Punkte kritischen Schaden. Wann habe ich das denn gemacht? Warte mal, Zerstörer? Das war bei einem der drei Viecher. Jetzt muss ich mal überlegen, war das bei der Pflanze? Bei der Feuerblume? Heißer als heiß, besiege einen Fluxfeuerbaum, ohne seinen Schwachpunkt an der Blütenkrone zu zerstören. Ah, das hätte ich auch machen können. Okay. Zerstörer. Ich weiß nicht, wo ich Zerstörer hatte. 20.000 kritische. Was? Wann habe ich das gemacht? Wenn er mir jetzt auch noch sagt, ich habe den letzten, dann. Nee, habe ich nicht. Gott sei Dank. So, Fluxfeuerbaum. Zerstöre die finsteren Steinsäulen, auf denen sich der Kern einer Geohypostase befindet, so dass diese dreimal herunterfällt. Nice. Kernschmelze. Zerstöre den Flammensamen eines Fluxfeuerbaums. Ja, das habe ich auch angekriegt. Nice. So, aber ich glaube, das hat nicht gereicht, weil mir fehlten ja zwei, die ich kaufen musste. Und das waren jetzt gerade mal, ich glaube, 25. Ne, 35. 35, das reicht nicht. Fange ein wildes Tier mit dem Hilfsmittel Netz der Omni-Ubiquität. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Stimmt. Man kann ja Tiere fangen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, jetzt habe ich aber alles. Ja. Okay. Ja, nice. Gut, dann mache ich immer wieder Cam an. Hallo? Es ist sehr warm. Ich wiederhole mich nochmal. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen am Glänzen. Sorry dafür. So. Also, wir haben die Hauptstory so ein bisschen weitergemacht. Wir haben uns aber auch darum gekümmert, dass wir unsere Charaktere noch höher leveln können. Beim Hauptcharakter haben wir es schon gemacht, auf 5, dass er auf 50 kann. Aus irgendeinem Grund hat er aber kaum XP bekommen. 807? Oh wait, er musste aktive, glaube ich, sein, um die meisten XP zu kriegen. Kann das sein? Ja, und ich habe, glaube ich, zumindest diese hier Fluxfeuerbaum oder die Würfel habe ich nie mit ihm besiegt. Ja, okay, das ist blöd. Aber gut, wir haben jetzt vom Prinzip noch hier, ne, die XP-Bücher, damit kann man das ja auch noch machen, wenn ich es denn brauche. Aber erstmal würde ich sagen, reicht es schon, dass er auf 50 gehen kann. Genauso bei den anderen, wenn ich sie dann mache. Mir fehlt für Xiangling noch was vom Fluxfeuerbaum. Nämlich nochmal hier den Fluxfeuersamen. Ich würde halt gerne wissen, wie oft der sich resettet. Oh wow, ich bin mit meinem
Mit den Dings, was man dafür bezahlen muss, bin ich fast auf null. Ich hab nur noch 30. Ich könnte sogar gar keinen mehr machen gerade. Dann brauche ich die Splitter hier. Nämlich den. Beute vom Flugzeugbaum auf Stufe 40. Kann hergestellt werden. Stimmt, irgendwo meine ich, konnte ich die kleineren zum großen verbinden, ne? War das hier beim Schmied? Ich guck das nochmal schnell. Das will ich nochmal schnell gucken. Ich möchte mir etwas schmieden lassen. Mal gucken. Ich glaube, das war hier, ne? Ich kann mir Waffen herstellen. Aber nee, warte, meiner hat ja schon eine 5-Sterne-Waffe, ne? Eine 4-Sterne-Waffe. Nicht 5-Sterne. Entschuldigung. Füge Gegner beim Treffen mit Standardangriffen heftigen Schlingen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zusätzlichen Schaden in Höhe von 240% Angriff mit geringer Reichweite zu. 15 Sekunden Abklingzeit. Das ist ein sehr schöner Effekt. Was macht der? Erhöht den Angriff und die Vitalität. War das Vitalität? Ich glaube ja. bei Treffer mit Standardangriffen heftigen Schlägen 6 Sekunden lang um 6% vierfach stapelbar. 5 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, das sind 24%. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Der hat mehr Basisangriff und kriegt noch Prozentangriff dazu. Der hier hat Vitalität dazu und weniger Basisangriff. Gut, dafür hat er halt den Effekt mit mehr, dass er mehr Angriff kriegt, ne? Hm. Nee. Ah, mir fehlt dafür diese Vorlage, deswegen kann ich die Sachen hier nicht machen. Okay. Das war aber nicht bei ihm. Bei wem war denn das? Der ist unten? Nee, die wahrscheinlich nicht. Hm. Wo war denn das möglich? Spielzeug verkaufen. Ich glaube, mit der habe ich schon mal geredet. Ich bin gerade überlegen, was hat sie sich nochmal zu verkaufen. Ach, das war das. Ja, okay. Ne, mit dir rede ich später. War das hier? Ich glaube ja. Ja, hier war das. Ah, schön. Geil. Huch. Nee, warte. So. Ja. Perfekt. Dann habe ich Feuer. Habe ich Feuer. Da habe ich auch zwei. Habe ich Erde. Da kann ich nur einen machen. Nein, mir fehlt einer für Razor. Oh, ich habe die Beeren bei ihm für ihn vergessen. Na egal. Scheiße. Entschuldigung, sagt man nicht, ich weiß. Ich bin ganz böse. Wieso brauche ich dafür immer Feuer? Das macht so keinen Sinn. Ich brauche für alles brauche ich das Feuerding, aber für Feuer brauche ich Wasser.
Anstatt das einfach komplett switcht irgendwie. Macht keinen Sinn. Okay, schade. Aber jetzt weiß ich, was ich machen kann. Warte mal, jetzt müsste ich... Muss ich mal gerade gucken. Kann ich jetzt... Ne, warte, bei ihr kann ich nicht, weil mir fehlt jetzt das von der Pflanze noch. Alles andere habe ich. Hier fehlt mir die Blumen, die ich sammeln muss. Und bei ihm fehlen die Beeren plus ein Dings. Oh Gott, ey. Das ist ja... Das heißt, ich muss für ihn eigentlich, für Razor nochmal den Würfel mit Blitz machen, ne? Auch. Oder warte mal, wo kriege ich die sonst noch her? Warte mal. Ach, schlimm. Schlimm, schlimm. So, hier, das. Kann hergestellt werden. Woher kriege ich die kleineren davon nochmal? Warte mal, habe ich noch einen Blitz? Fische, stimmt, Fische. Die braucht die kleineren. So, woher kriege ich die? Beute von Elektrobustasen, Beute von Verkörperung des Donners, Beute von Fluxblitzbäumen. Fluxblitzbäume? Und beim Andenkenhändler, stimmt, das war auch noch. Der Andenkenhändler ist sogar, glaube ich, hier, ne? Ne, Quatsch, der ist in jeder Stadt. Ach, ich bin voll verwirrt. Verkörperung des Donners müssten aber auch so Blitzschleime zum Beispiel sein. Also würde das auch gehen. Ist aber halt nur die Chance geringer. Andenkenhändler. Ich guck mal. Ich guck mal. Wo war der Andenkenhändler? Der war doch auch hier irgendwie auf der Straße, ne? Teestube. Bedienung Teestube. Die war hier oben. Ja, da sehe ich schon das. Da. Nee, Warenhaus. Doch. Kann ich sogar kaufen. Wait, warte mal. Nee, das ist Animo. Oh, ich denke immer, das ist Dendro. Mann! Spiel auf mich so zu verwirren. warte mal, ich brauche 3 für einen der höheren Stufe, also hole ich mir 3. Ich weiß nämlich nicht, wofür die Währung noch gut ist, außer dafür. Deswegen will ich dafür jetzt gerade nicht davon gerade nicht zu viel kaufen. Aber dann kann ich jetzt für Razor auch den letzten herstellen. Dann brauche ich nur noch den Fluxfeuerbaum einmal. In der Hoffnung, dass nochmal das Teil droppt. Obwohl, ich denke eigentlich, einmal sollte es mindestens droppen, dass die anderen beiden 2 bekommen haben sofort. Das war, oder gedroppt haben, das war, glaube ich, pures Glück. Und war ich jetzt so schnell? Hat das nicht gemacht? Ich war zu hektisch? Nein, ich war in Ordnung so. Okay, und dann halt die Beeren für Razor sammeln und die Blumen für Ningguang sammeln. Und dann kann ich theoretisch die 3 auch nächste Woche das Max-Level erhöhen. So, meine Güte. Das hat aber jetzt, glaube ich, noch mal am Ende gedauert ein bisschen. Ja. Wir sind heute nicht so viel weiter mit der Hauptstory gekommen. War aber auch, glaube ich, wichtig, dass wir dass wir das Max-Level von den anderen 3 auch erhöhen wollen. Fehlen uns jetzt zwar, wie gesagt, noch ein paar Sachen. Einmal nochmal die Blume klatschen. Ich hoffe, ich bin da diesmal besser. Vielleicht zerstöre ich auch das Ding auf ihrem Kopf. Dann stirbt sie, glaube ich, schneller. Und die beiden anderen Sachen sammeln. Bei Ningguang bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, wo ich das mache. Kann ich... Mal überlegen. Beim Razor habe ich das letztens mir auch irgendwie angeguckt. Ich bin am Überlegen, habe ich das in-game gemacht oder habe ich das gesucht?
Ich muss mal nachschauen gleich. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten. Wünsche noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr geguckt habt. Und was kann ich fürs nächste Mal versprechen? Levelerweiterung für die anderen drei, würde ich sagen, ist safe drin. Story ein bisschen noch weitermachen. Und hier Gebet. Ich vermute nicht, dass die, die jetzt gerade drin sind, falsch, dass die, die jetzt gerade drin sind, also Songni, Sayu, jetzt habe ich den Namen von dem Eistypen vergessen, und Tartaglia, dass die wieder drin sind. Bei Noelle weiß ich es nicht, weil ich glaube, die ist einfach nur so per Zufall in diesem Wishing, in dem Gebet gelandet. Ja, wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass die wieder dabei sind beim nächsten Mal. Mal schauen, wie wir da dann haben. Habe ich irgendjemanden, den ich gerne bekommen würde momentan? Von den, ich sag mal, alten Charakteren, die ich schon kenne. Fällt mir gerade spontan keiner ein. Egal. Wir werden es einfach auf jeden Fall sehen, wer beim nächsten Mal dabei ist. Also, ich verabschiede mich und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.